dass du möglichst oft die Möglichkeit hast einfach. Ah, hi ihr zwei. Na, alles frisch. Sieht Lichter da aus. Ja, auf jeden Fall frisch gehalten. Guck mal, die schlittern über den Boden. Sind ja auch schon komplett aus Eis, ich helfe dir mal. Achtung, sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Verdammt. Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Das wäre ganz praktisch, ja. Mhm. Ah ja. Bist du? Mach du. Sorry, ich hab gerade was gelesen. Oh, da waren Köpfe. Oh nein. Was ist denn los hier, hä? Party oder was? Gibt's nicht. Hä? Stopp doch mal! Boah, das gibt's doch nicht. Die sterben nicht mehr. Ja. Die sterben Ewigkeiten nicht. Stoß sie weg und ich mach sie mit einer Granate weg. Nice. Und dann war Ruhe. Neuer Anzug verfügbar. Echt? Das klingt aber gut. Hier ist übrigens der Bank. Ich guck mal den neuen Anzug an. Ne, du Gute. Da gehe ich gerade das mal an. Der Legionärsanzug. Plus 2 Schaden, plus 1 Feuerwarte. Das ist auch nicht schlecht. Na dann mal rein, mal rein. Guck mal, der ganz gut. Hoffentlich sieht der gut aus, weil mir gefällt der hier richtig gut. So. Plus 2 Schaden, oh Mann, der ist auch nicht so schön. Hallo. Nee, der arktische gefällt mir besser. Wohl. Nachladen wäre vielleicht ganz gut, wenn ich das auch hätte. Aber worauf verzichte ich dann? Das ist jetzt schwierig. Vor allem hat er so einen geilen Fellkragen, der arktische Anzug. Nehmen wir das so lange. Oh, Quatsch. So.
So, wie sieht denn das Teil jetzt aus? Ist das der neue? Nee, das ist immer noch der arktische, der gefällt mir am besten. Ich guck mal, wie der aussieht. Aber erstmal gucke ich nach. Der neue sah fast Shit. Genauso aus wie dieser Archäologenanzug. Na, schauen wir mal. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen uns beiden ist? Was denn? Bei mir sieht das Outfit cool aus. Ich fand Gelb stand dir besser. Nee, Gelb ist ja so gar nicht meine Farbe. Eigentlich bin ich ein Grün-Typ, aber naja. Ich hätte auch lieber so grünes Licht hier, weißt du? Ja. So, statt blau. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Oh, schön. Leben ist kein Ponyhof. Schön gepolstert hier noch. Oh, schön. Schön. Da hat sie aber eine Mühe gegeben, da. Hm? Hast du nicht gehört, dass er hat gesagt, bitte stillhalten? Tut mir leid. Das ist also Rosettas Labor. Endlich. Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Wir sollen einen Codex zusammensetzen. Klingt logisch. Nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Die haben sie in Stücke geschnitten? Oh mein Gott. Was für ein Scheißtag. Ja, und die Stücke sehen nicht sehr menschlich aus. Warum? Naja. Keine Ahnung. Es sind ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. Wo? Ach da. Was für Dinge machen wir jetzt damit? Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben. Okay, mal sehen, ob ich hier reinkomme. Da war's weg. Jo. Okay, mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. So, laut Unterlagen gibt es noch 4 weitere Stücke. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat 3 Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allen. Wie ich mitbekommen habe, waren die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Willst du es probieren? Nö. Warum nicht? Schade. Was? Super, danke. Finde alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Codex herstellt. Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta ein. Na dann los. Ach Mann, ey. Wieder so eine Sammelmission. Halten Sie bitte still.
Nö. Nein, einfach nur nein. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Rubble. Offensichtlich hat diese Einrichtung drei Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch eins für Paläontologie und eins für geologische Studien. Welches soll ich mir zuerst ansehen? Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Meinst du, da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Also Paläontologie gefällt mir irgendwie gut. Das wollte ich früher immer werden, Paläontologe. Was machen die? Dinos ausbuddeln. Ah, diese, ja. Es ist so, Uhrzeitforschung. Ich weiß nicht. Ein ja. Pickel. Oh. Ich hasse sie. Ja, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Warte mal, nicht abschießen, warte mal. Wo ist er da? Ach hier. Warte. Komm, spuck's aus. Hey. Was willst du machen? Ha, guck mal hier, was ich gefangen hab. Wenn du jetzt damit abschießt, kriegst du einen Erfolg. Wenn ich einen anderen damit abschieße, der ist ja tot. Ach so, ja klar. Ja, mein Stück. Hey. Hast du? Ja, ich seh's ja nicht, wir haben noch die Benachrichtigung aus. Ach ja, ach Mann. Aber ich glaube, den Erfolg hab ich dann noch schon. Oh. Voll reingelaufen, man hört die Biester doch. Da an der Wand hängt noch einer. Nee, durch den Gequatsch höre ich nicht. Verdammt! Ich hab dich gewarnt. Mist. Ah, ja. Fehler, Gaspumpe offline. Wer hätte das gedacht? Ja. Moment, Sie glauben doch nicht, dass wir an diesem Sterilisationssystem herumfuschen sollen, oder? Vielleicht doch. Isaac, das Gas frisst Ihnen das Gesicht weg. Was kann schon Schlimmes passieren? Ich hab kein Gesicht. Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Was kann schon Schlimmes passieren, ja. Ist aber bei dir auch kein Verlust mehr. Nee, stimmt. Ah, schön. Hunde. Und nicht gerade wenig, wenn ich das richtig sehe. Ja? Ich liebe den Granatwerfer. Och nö. Oh. Wenn die immer. Hey. Sehr gut. Viel Spaß bei GasX. Nee, GasX oder wie auch immer. Okay. Was auch immer das sein mag. Das war mal bei King of Queens. Okay.
früher mal gerne geguckt. Hab ich noch nie wirklich geguckt.